Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück. Ja, es tut mir leid, dass ich mal wieder beim letzten Mal ein bisschen überzogen habe. Wir dürfen uns die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen. Es ist ein kleines Bonuskapitel und deshalb gehen wir ins Labor. Great. I've done some thinking about those weird stones and figured out the code. Here, take this. Was, du hast nachgedacht, Hector, du überrascht mich. Wie hast denn das geschafft? Aber vielen Dank für den Code. Etwas gefunden, einen Code. Gut. Mhm. Ja, die Tür zu Virgils Laboratorium hat sich geöffnet, aber wir werden erstmal hier. Wo ist denn der Ton? I spent so much time working on a fertilizer that would allow the stem to exist without absorbing so much water. But I lost all my notes when Virgil's agents attacked us. The stem is about to wilt and flop down on the wild lands. The good news is that the water will be distributed evenly and all the lands will flourish. Habe. Was? Hä? Okay, ich habe gerade kurz einen Herzkasper bekommen, weil ich dachte, ich habe mich falsch entschieden, indem ich hierher gegangen bin. Und dachte, das Spiel ist jetzt zu Ende. Aber warum ist er denn wieder da und. Hä, haben wir das jetzt geträumt? Ich habe keine Ahnung. Oder. Ja. Egal, wir brauchen eine Stärkung. Das Essen darunter ist bestimmt noch gut. Wie, komm schon. Hä? Säure. Ja, Flüssigkeit, Säure, rein da. Hm? Okay, dann doch nicht. Ja, dann gehen wir doch erstmal ins Labor. Na, das sieht ja mal... Mhm. Dafür, dass wir durch so eine Hundetür gegangen sind, das ist ganz schön riesig. Okay, schauen wir mal, was in Virgils Notizen steht. Was für ein Durcheinander. Ich muss die Notizen in Ordnung bringen. Ach, was, musst du gar nicht. Ich meine, dieses ich muss. So, gib mir das mal. Mhm. Brauchen wir einen Fächer oder was? Ach, guck mal, wir haben schon wieder Leder gefunden. Dann wissen wir ja, wie wir den nächsten Schuh reparieren. Ich schraube. Ich muss die Teile des Fächers zusammensetzen und er wird so gut wie neu sein. Ich schraube. Herrlich. Vermute mal, ich glaube, aber... Ach, das Schönste an diesem Spiel sind doch irgendwie diese kleinen Bugs. So, aber es gibt kein Sammelobjekt. Aber interessant, irgendwie hier so rausgemeißelt oder wie auch immer. Der Kamin gefällt mich jetzt auch gern ein. Nicht so groß, muss er nicht sein, aber... So, hier meine Schraube ist nicht wahr. Hm. Verlass mir jetzt nicht mehr auf den Text hier. Ah. Ja. Zwei Teile können einen großen Fächer... Ich verstehe, wir brauchen also noch ein Teil, oder wie? Ach, ich weiß es nicht. So, fächel mal. So, das nehme ich nicht mit. Ein Regenschirm. Ja, was können wir jetzt hier machen? Leder? Begradigungsset. Was machen wir denn jetzt hier? Man dafür nicht nasses Leder, damit man es besser verknoten kann? Wer benutzt Streichhölzer, wenn es einfacher ist, Magie zu benutzen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ein Regenschirm. Hm. Ja.
weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht. Ein Fläschchen, toll. Ich vermute mal, wir müssen hier irgendwie noch den Trank finden. Also das Rezept für einen Trank. Tja, mal wieder raus. War ich da mit dem Regenschirm? Ich glaube, irgendwo musste ich noch was Langes. Also brauchte ich noch etwas Langes, aber wo? Hier verschwinde. Also wir sind jetzt tatsächlich nicht ein Stück weiter. Sie kann ich auch noch nicht verbinden. Gucken wir auf schlaue Karte. Kerkerflur. Aha. Ja, hier können wir was abschneiden, aber... So, und da drüben brauchen wir... Also, warte mal. Warte mal. Nein, Säure aufs Spinnennetz? Okay. Tja, was soll ich denn hier machen? Also das kann man... Ach so, warte mal, das mit Säure. Mhm. Ein O-Ring. Was machen wir denn mit dem O-Ring? Machen wir zwei O-Ringe. Ach so, warte mal, für den Raben, für die Elster. Ja, danke für die leere Flasche und den Verband. Ach, die kann ich dann doch nicht nehmen. Ach, du willst mich doch veräppeln, zu weit weg. Eine Tube. Schön. So, aber irgendwas muss hier noch sein. Vielleicht ein Tautropfen oder sowas. Ja, oder auch nicht. Eine Tube. So, komm, wir heilen dich erstmal. Thank you for freeing me. Mm-hmm. I'm so worried. Ja, ich auch. Insane plans put both Lorelei and the Wildlands in danger. Danke, dass du mich befreit hast. Ich bin ja so besorgt. Virgils verrückte Pläne bringen sowohl Lorelei als auch die wilden Länder in Gefahr. Er steht hier wie ein Stein. Watersia is fading. We don't have much time left before Lorelei collapses and drags all the townspeople down. Watersia verblasst und wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor Lorelei zusammenbricht und alle Bewohner der Stadt mit in den Abgrund reißt. I bet Virgil knows you're in the town. He'll be here any minute. Please find a way to defeat him and save Watersia. Ich wette, Virgil weiß, dass du in der Stadt bist und er wird jeden Moment hier sein. Bitte finde einen Weg, ihn zu besiegen und Watersia zu retten. Ach, kein Problem. Ich habe doch Hector an meiner Seite. I'll go and get some help. Here, take this. I hope it'll be of use. Good luck. Ich gehe und hole Hilfe. Hier, nimm das. Es wird dir nützen. Und viel Glück. Ja, danke für das Zauberpulver, was es wahrscheinlich sein wird. Ein Beutel. Na denn. Gut, was machen wir mit dem Beutel? Ich gehe mal zum diesem komischen Tisch. Nicht. Oh nein. Oh nein. Befolge die Anweisung aus dem Buch, um den Zaubertrank herzustellen. Miss alle Zutaten ab und mische sie in den großen Kolben zu deiner Linken. Wähle den Abfluss, um einen Kolben zu leeren. Ja, also, wir brauchen... Blau, Rot und Grün. Und zwar von Blau brauchen wir 5. Sollte jetzt tatsächlich ganz so schwer. Achso, haben wir ja.
Und da. Davon brauchen wir zwei. Hallo? Was ist mit mir heute los? Und von dem Grün brauchen wir eins. Das wird jetzt tatsächlich... Mal haben wir zwei. Okay, mal kurz überlegen. Doch, nee, ist ja eigentlich... Hey, warum geht denn das nicht? Hier stimmt was nicht. Also, hier machen wir drei rein. Die drei machen wir da rüber. Dann nehmen wir hier nochmal drei, schütten es hier rüber. Und haben ein. Okay, ein Feuertrank natürlich. Gut, wir haben Magie. Aber es brennt doch schon. Andere Leute legen Holz drauf, aber hier bin ich schon. So, und jetzt? Ich will das nicht probieren. Das ist ja auch die Spinatsuppe. ja. Ja, wohin denn damit? Hä? Begradigungsset. Warte mal. Das müssen wir ja auf den Dolch machen, aber den habe ich ja nicht. Okay, wir müssen den Dolch irgendwie noch bekommen, keine Ahnung. Aber der Trank ist schon mal fertig, so. Ja, was ich hier machen muss, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und hier haben wir ja auch noch etwas. Okay. Wie bekommen wir denn jetzt den Dolch? Ich kann nicht sagen, aber ist das der Dolch? Ja. Nehme ich mal das Staubtuch. Ach so, wir machen nur eins weg. Ja, das ist ja auch vollkommen logisch. So, du bekommst jetzt erstmal einen Helm. Vielen Dank. Und wir haben... eine Ölkanne. Merkwürdig, dass wir an manche Sachen noch ran können. Weil ich sehe hier zum Beispiel jetzt auch nichts. Also was hat ja nichts zu bedeuten. Ich sehe öfter mal was nicht, aber komisch finde ich das schon. Naja, egal. So, wir haben Zauber... Ja, wir haben Zaubertrank. Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber egal. Wir haben Schlossteile, warte mal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier machen soll. Ich mache jetzt mal hier rein. Verschiebe alle vier Spielsteine auf die untere Linie, wähle einen Spielstein aus und lege ihn auf ein passendes Feld. Du kannst dein Plättchen nicht verschieben. Also, der muss dann nach oben, der kommt dahin, der kommt nach ganz oben. Also,
Wir sollen es gehen. Schiebe auf die untere Linie, ja. Muss erst eins. Ja, alles klar. Wie, das geht nicht? Geht auch nicht? Okay. Ja, es nutzt mir ja nichts, dass das funktioniert. Also warte mal. Geht wahrscheinlich nur auf die passenden, alles klar. Ja, das ist ja mal doof. Das heißt, der muss erst hier runter. Dann muss der dahin. Dann muss der dahin, dann muss der dahin. 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 Musst du rüber und Mist. Kommst du dahin? Dahin. Dahin. Okay. Thank you. I felt that I was at death's door. We need to leave this place right now. Leaving so soon? Ha! You tricked me once. This time, there is no way for you to escape. The dagger! Fix it to fight back against Virgil! Ich muss den Dolch reparieren. Voll der Endkampf und mein Dolch. Ja, zerfällt in 1000 Stücke. Gut, aber Virgil ist erstmal gefangen in einer Seifenblase. Ich suche mal den Dolch. Ich kann nicht sehen. Mit dem Strom schwimmen. Befreie Watersia. Aber das sieht mal richtig hübsch aus hier mit dem Kleid. Gut, Dolch. Hallo, wo bist du denn? 1000 Stück. Oh, nein. Ach, guck mal, deswegen konnten wir da nochmal ran. Das ist ja mal interessant. Ja, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den guten Sekundenkleber. Hm? Haben aber das andere Zimmer noch nicht fertig gemacht, ne? Ach, egal. So, jetzt bist du fällig, Virgil. Das sieht auch schon ein bisschen komisch aus. Ja, ratet mal, was jetzt kommt. Ich hätte gedacht, ruhen. Wähle die Totenköpfe in der richtigen Reihenfolge aus. Grüne Augen zeigen dir, dass deine Auswahl richtig ist. Rote Augen zeigen einen Fehler an. Beachte, dass du nur eine begrenzte Zeit hast. Ja, das hasse ich. Das fängt immer gleich an und man muss aber erstmal lesen. Ich sehe überhaupt nichts. Hier ist nichts mit grün. Was ist hier grün? Keine Ahnung, ich habe das Teil nicht richtig gesehen. Also das, dann hat man das. Mann, ich habe doch keine Ahnung, ich sehe es nicht so schnell. Ich muss erst mal überlegen können. Fäng ich, von vorne? Schuhe, H. Das? Oh, da krieg ich ja jetzt schon Rappel. Ist doch nicht euer Ernst, das jedes Mal von vorne starten zu wollen.
Nee, es tut mir leid, aber da überspringe ich. Finde Paare von jedem Symbol. I've spent so much time working on a fertilizer that'll allow the stem to exist without absorbing so much water. Now it's ready. Thank you, Tamer. With your help, the town is safe now, and all the lands, even the wild ones, flourish again. Oops. Ja. Also, es tut mir leid, aber oh, ich kann diese Sachen dann teilweise nicht so schnell sehen. Ey, du kriegst ja gar nicht in den Verstand rein. Ja, was für ein epischer Endkampf mal wieder. Ist einfach mal vor lauter Langeweile umgekippt, der gute Wörtel. Aber gut, wir haben die Hauptgeschichte. Ich muss sagen, danke, dass du gespielt hast. Komm bald wieder. Naja, ich will nicht sagen, aber ich glaube nicht. So, wir haben das Hauptspiel abgeschlossen und wir können das Bonuskapitel starten. Ich würde auch vorschlagen, wir gehen da jetzt auch schon mal rein, werden aber dann beim nächsten Mal spielen. Dear Celestia, it's been a while since you became the ruler of Lorelei. Your sage decisions have changed the town for the better. That's why I'm asking you to come and help me. Someone stole the fiery flower, the one that grew out of the great flower seed. We need to find this person and the flower. Hello, Celestia. I'm glad you've made it here. The flower is gone, and we're facing some terrible consequences because of it. We'd better find the thief, or... Please, search the room for clues. I'll try to find something, too. Wer auch immer diese Blume gestohlen hat, muss Beweise hinterlassen haben und die werde ich jetzt finden. Okay, wir sind mal wieder gerufen worden, nennen wir es mal so, um zu helfen. Ja, und das machen wir doch gerne. Ich würde sagen, ach, so ganz klein bisschen machen wir mal weiter. Meine Hände sind nicht feuerfest, ja meine auch nicht, aber das ist nur ein Spiel. Gucken wir uns mal ganz kurz hier um. Ja, komm, die paar Spinnenweben, nun stell dich mal nicht so an. Und auch hier gibt es magische Gegenstände, Sammelobjekte. Ach, der lässt sich nicht bewegen. Okay, wir haben eine Münze, damit können wir doch bestimmt eine Schraube aufmachen. Tja, sie wartet wahrscheinlich drauf, dass wir irgendwas finden. Nehmen wir mal einen Eimer. Ach, schade, dass ich mein treues Messer zu Hause gelassen habe. Du hast wahrscheinlich weggeschmissen. Und wir haben 12 von 15 verzauberten Bäumen. Und das ist schon mal gar nicht so schlecht. Gut, wir haben also ein Eimer. Hätte ja sein können, aber wir können den Riegel kaputt machen. Na, Mensch. Oh, ich dachte, wir sind jetzt draußen. Kein Griff, kein Lüften. Aber ich liebe Buntglasfenster. Der Blumenpfleger ist nicht nur für die Sicherheit der Blume verantwortlich, sondern auch für die Aufrechterhaltung ihrer Vitalität. Der Hüter kanalisiert die Kraft und Energie der Blume so, dass sie allen um sie herum hilft. Septimia. So, Glückwunsch, du hast einen Zettel gefunden. Hier brauchen wir einen Griff. Hier ist eine kaputte Zange. Und wir haben ein Staubwedel für das Buch. Da fehlt uns aber irgendwie noch etwas. Achso, warte mal. Münze?
Ein Wimmelbild. Komm, das machen wir noch. Long ago, at the beginning of time, there lived a mighty dragon. The creature couldn't sleep or rest, because evil beings wanted to steal its power. Vor langer Zeit, zu Beginn der Zeit, lebte ein mächtiger Drache. Die Kreatur konnte nicht schlafen oder sich ausruhen, weil böse Wesen seine Kraft stehlen wollten. Ja, wir brauchen Zeit. Schlafen. Irgendwas ist verschwunden, ja. Achso, das kommt da rein. Ach so. So, und dann brauchen wir noch irgendwie diesen Fuchs. Der muss ja hier versteckt sein. The dragon put the power into four flowers from its garden and gave them to the worthy knights. They were to shield everyone from evil. Der Drache legte die Kraft in vier Blumen aus seinem Garten und gab sie den würdigen Rittern. Sie sollten allen Menschen Schutz gewähren. So, Ritter. Da. Dann haben wir hier Joyce fertig. Being a fiery creature, the dragon created a fiery flower. It shone as bright as the sun. Hat ja mal eine sehr feurige Stimme. Da der Drache ein feuriges Wesen ist, erschuf er eine feurige Blume. Sie leuchtete so hell wie die Sonne. Gut, hier haben wir die Blume. Und den feuerspeienden Drachen. The flower is only a tool. Its power can both destroy and create. If it happens to be in the wrong hands, the world will be in grave danger. Die Blume ist nur ein Werkzeug. Ihre Kraft kann sowohl zerstören als auch erschaffen. Wenn sie zufällig in den falschen Händen ist, ist die Welt in großer Gefahr. So, hier brauchen wir Handschuhe, hier haben wir Werkzeug. Da, den Hammer. Und wir brauchen noch die Welt. Tada. Wir haben die Rune des Feuers gefunden. Weiß zwar noch nicht, was wir damit machen. Ist auch egal. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Wir sind im Bonuskapitel. Und ich bin gespannt, ob wir diesmal irgendwie genauso eine lustigen Bugs und Geschichten erleben werden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.